Es geht alles ziemlich schnell. Als zusammenwachsen soll, was man zusammenwachsen lassen will. Vermutlich zu schnell. Nicht das schöne Ende der Geschichte ist zu besichtigen, sondern der Anfang von etwas Unerwartetem. Die Landschaften im Osten blühen nicht auf. In Osteuropa entstehen keine Civil Societies nach westlichem Vorbild. Stattdessen Rechtsradikale, Fremdenfeindlichkeit, Bürgerkriege. In dieser Situation platzt ein Artikel von Boto Strauß, in dem der Dramatiker die angeblich herrschende Unfähigkeit für das Verständnis dieser Entwicklungen heftig angreift. Dieser Essay steht für mich ganz klar in einer westdeutschen Tradition. Es gab damals in den 90er Jahren keine gesamtdeutsche Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit wurde so wie die Häuser, so wie die Betriebe von Westdeutschen übernommen. Boto Strauß nimmt die Pose eines einsamen Rufers ein. Er wendet die Kulturkritik, die Linke lange für sich beansprucht haben, gegen die linksliberale Gesellschaft. Das ist ein Affront. Er fragt, warum keiner sich vorstellen kann, dass anderswo Menschen im Namen von Sprache oder Religion Kriege wollen. Er spricht von Blutopfern, zu denen andere Völker bereit seien. Das schockiert, wo Gewalt als Mittel der Politik verpönt ist. Er sagt auch, dass Hooliganismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt wie in Mölln oder Rostock-Lichtenhagen Indizien für Veränderungen sind, die mit den herkömmlichen Formeln nicht zu verstehen sind. Er spricht von Konflikten, die mit den Mitteln der Ökonomie nicht gelöst werden können. Er sagt aber auch deutlich, dass solche Exzesse mit dem rechten Denken, von dem er spricht, nichts gemein haben. Der Rechte ist in der Sicht von Boto Strauß ein Außenseiter. Das Provokationspotenzial dieses Essays bestand darin, dass ein auf dem linken Spektrum verorteter Intellektueller sich dazu bekannt hat, rechts zu sein. Und ich glaube, es kommt aber noch etwas dazu. Dieser Text ist im Grunde das Dokument eines Überdrusses an einem vermeintlichen, einer linken Dominanz der öffentlichen Meinung. Und damit hat er offenbar auch einen Nerv getroffen vieler Leute. Das Spannende an dem Phänomen Strauß, auch gerade 25 Jahre danach, ist die Tatsache, dass er, indem er sich, und das muss man ja sagen, mit offenem Visier als Rechter geoutet hat, dass er ein Stück weit die Avantgarde derer geworden ist, die heute Rechtspolitik machen, aber interessanterweise für sich durchaus nicht bisher reklamieren, Rechte zu sein. Die Resonanz darauf ist phänomenal. Alle streiten wie selten zuvor. Und die frühen Vertreter einer neuen intellektuellen Rechten finden in Boto Strauß' Artikel die Unterstützung, die sie sonst nirgendwo haben. Solch eine intellektuelle Rechte hat es in der Bundesrepublik bis dahin nicht gegeben. Also weiß damals wie heute niemand, wie man mit ihnen reden soll. Durch die politischen Verschiebungen der letzten Jahre hat sie aber Auftrieb erhalten. In rechten und konservativen Blättern wird daher auch der Boxgesang wieder gefeiert. Da kommen Motive, die die neue Rechte heute ganz genauso wieder verwendet. Zum Beispiel das Motiv der Lügenpresse. Das Wort kommt in dem Essay nicht vor, aber es ist ganz klar, dass hier ein linksliberaler, universaler Verblendungszusammenhang angeprangert wird, der durch die Medien betrieben wird. Das ist das Motiv der Lügenpresse. Also da war er in der Tat visionär, was das neue rechte Denken angeht. Der Text ist der ist sehr stark gegen einen vermeintlich linken, linksutopischen Konsens geschrieben, ist aber in sich wiederum viel zu individualistisch und anarchisch dann auch wieder in vielen Schlüssen, als dass er dann AfD-Ideologen oder andere Neorechten gerade dann so richtig in den Kram passen kann. Schmücken sich rassistische Exzesse, nationalgesinnte Demonstrationen oder Schlägertrupps mit Sätzen von Boto Strauß? Nein. Helfen seine Beobachtungen bei der Analyse der Gegenwart weiter? Seine Beschwörungen von weit zurückreichender Erinnerung und Mythos? Die Provokation von damals ist vielleicht sein Dilemma von heute. Diesen ganzen Bezug auf eine verlorene Zeit
kann literarisch interessant sein, aber man muss das nicht politisch umsetzen. Wenn man versucht, einen Mythos zu kreieren oder wiederzubeleben, dann fließt Blut. Eigentlich würde man sich heute einen Beitrag von Botho Strauß wünschen, der erklärte, wie er sich als Rechter, intellektueller Rechter, zu denen steht, die heute in, man muss fast sagen, zugespitzt rechtsradikaler, antidemokratisch, vulgärerweise wieder auf die Straßen ziehen. Dieses Problem hat nicht nur Botho Strauß. Es ist die Frage, die alle rechten Intellektuellen ebenso wie die parlamentarische Rechte möglichst bald beantworten müssen.